wir gönnen uns dann direkt im Anschluss, ja, direkt das nächste Dingen, was wir uns jetzt einfach einverleiben. Nämlich PlayStation gegen Xbox, ja. Die ganzen Gamer da draußen, jetzt geht's ab. Also ich bin PlayStation-Fan. Xbox war ich nie so. So, Disclaimer, wie gesagt, anhalten, durchlesen. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name was ist Oskar und herzlich willkommen zu Big Difference. Heute haben wir ein lustiges Battle für euch, das habt ihr euch gewünscht. Und zwar battelt heute Xbox-Spieler gegen eine PlayStation-Spielerin. Das wird richtig, richtig lustig. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich auf das Battle richtig. Bevor das Video beginnt, geht in die Kommentare, lasst ein Abo da, folgt mir auf Instagram, like das Video und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Lasst Liebe da! Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum Interview. PlayStation-Spielerin versus Xbox-Spieler. Ja, ich frage mal dich als erstes. Der Ton ist ja schon fast wie bei TTT da, bei der ersten Show. Warum magst du keine Xbox? Xbox ist einfach scheiße, also ich halt davon nichts und ja. Was sagst du das? Aber egal, die haben ja hier vorgewarnt, ne? Die haben ja gesagt, sorry für den Ton. Ne? Ja, der Ton ist bei den Interviews leider nicht auffindbar. Schade. Okay, was sagst du denn über deinen Gegner? Und ja. Was sagst du das? Ich sag dazu nichts, außer sie wird dann sehen, was sie erwarten wird. Weil Xbox ist definitiv besser als PlayStation. Okay, was sagst du denn über deinen Gegner? Also, was sagst du über deinen Gegner? Kann ich ja nicht viel sagen, ne? Aber er verteidigt Xbox. Ich würde zwar sagen, das reicht nicht. Ich kann nur eins sagen, sie ist eine Mitläuferin, wie die meisten PlayStation-Spieler, deswegen denke ich schon, dass es eine einfache Sache wird. Das wird sich regeln. Okay, dann sind wir beide gespannt. Alle drei gespannt auf das Battle. Die werden sich auf jeden Fall böse geben. Und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist V7 und herzlich willkommen bei... Und jetzt ist natürlich wieder schöner Ton. Big Difference, und heute haben wir ein ganz, ganz krasses Battle für euch. Das ist einmal Xbox-Spieler gegen PlayStation-Spieler. Macht einmal Lärm! Dieses Battle habt ihr euch gewünscht und Xbox-Spieler wird anfangen. N100, drück auf Play, let's motherfucking go. Wir sind in Rheinstraße 72, Shisha Bar Bless. Nintendo geht auch auf jeden Fall. Krefeld. Jojo. Das ist ja auch alles so mit Themen vorgeschrieben und dann halt vorgetragen, ne? So ein bisschen Poetry Slam, ja? Oder halt so wie so Onbeat Battle, kann man sagen. Das ist eigentlich so ein Onbeat Battle, ja, Mann. Ja. PS1, 2, 3, schlechter Zeitvertreib. PS4 und 5 will mein Geld zurück. PS6, 7, 8, 9 werden dich nicht retten. Auch in 100 Jahren kriegst du von der Xbox in die Fresse. Schlecht, yeah, dass du die großen Jungs mal spielen lässt. Du wirst jetzt aufs Kreuz gelegt wie Eckbälle im FIFA-Match. Freunde, yeah, dich gibt's wie Sand am Meer in Kilos. Mein Schwanz ist so groß wie die San Andreas Cheatcodes. Deine Ehre ein Ende haben. Du lutschst bei mir für einen 10er PSN-Guthaben. Die Chance ist ziemlich hart vor, doch nimmst deinen Controller jeden Abend als Vibrator. Ich kann deine Fresse so hart deinem Pferd ähneln. Du hältst dich in GTA an die Verkehrsregeln. Mit deinem schwarzen Freund, es wird heiß. Schlag dich Kastenkopf im Dreieck und dein Kreuz wird tun im Kreis. Crazy und du haben was gemeinsam. Blast den ganzen Tag lang und krieg Kabel hinten rein, Mann. Du bist nur noch Plastikmüll von Sony. Kotze grad, denn rappen lassen würde ich dich so nie. Oh ja, wie krass du doch bist. Du musst immer wieder gucken, welche Taste du drückst. Ich führ das Opfer zu Grabe, bist wie Blazy im Saturn. Offen für alle. Okay. Starke erste Runde. Scheiße. Wo willst du denn da anfangen, Alter? Das mit der PaySafe-Karte oder mit dieser PSN-Karte, da war geil. Da waren echt gute Punches, ohne Scheiß. Also auch hier mit dem Kabel und sowas, so, oder hier benutzt es als, was war das hier, offen für alles, und dann auch hier, du benutzt es, dieses Joypad so gesehen, als Vibrator, so, weißt du? Das war geil, Alter. Richtig geil, richtig böse. Oh Mann, das war schon krank. Geil. Sehr viele gute Punchen.
Fungis. Ich glaube, das wird viral. Auch hier was war das, mit San Andreas auch und sowas. Ne? Und dann auch mit Scheiße, Junge. Oder hier, bei GTA achtest du auf die Verkehrsregeln, Alter. Geil. Ja, okay. Kommen wir direkt zu der Antwort. Blazy Spielerin, N100, drück auf Play. Let's go. Man muss selber übelst lachen, ne? Jetzt geht's. Von früher kennt ihr diese Pisser doch sicher. Alle Xbox-Besitzer waren immer richtige Wichser. Ja, denn wenn er Frauen trifft, macht er auch bedrohlich. Doch beim Schwanzvergleich verliert er gegen Analogstick. Design ist im Hype, eure Billigbox wie Gamecube von 2001. Doch du Opfer fragst dich, warum das denn keiner Hype? Eure Exklusivtitel sind Hurensohn 1 bis 3. Oh! Im Solo verlieren. Und der Bastard spielt bei COD mit rotes Visier. Ich will deine mal realistisch machen. Deswegen geht sie halt auch dort immer am Strich anschaffen. Du bist ein hässlicher Zwerg. Deine Mama hat die Erziehung bei Nintendogs gelernt. Du machst dich einen Hurensohn, das kann man deine Eltern fragen. Täglich fragt er seine Mom für Clash Royale nach Paysafe-Karten. Alle hassen diesen verklemmten Low. Selbst bei Sims kommt der Lappen nicht aus der Friendzone raus. Die muss man halt erstmal Freunde haben. Obwohl der Firma deiner Box passt eigentlich doch. Denn der Penis von dem Schmock ist micro und soft. Du kaufst eine Xbox und denkst, das wäre toll und heavy. Will ich Geld rausschmeißen, spende ich an Rombie Lecky. Oh! Starke zweite Runde! Oh, sehr gut. Starke zweite Runde davon. Auf jeden Fall, das auch mit dem Rombie Lecky war geil. Dann das mit dem Strich da und sowas da, ne? Mit realistisch war, einen Strich zu fahren und sowas. Was war da noch? Da waren auch richtig gute Sachen dabei, auf jeden Fall. Auch hier mit dem Analogstick, da ist Schwanzvergleich, Analogstick. Und eine Sache war da noch auf jeden Fall, die bist du. Boah, warte mal. Alle hassen diese verklemmten Low, selbst bei Sims kommt. Ah, genau, mit Sims, ja, mit die Line da mit den Sims und sowas, ne? Landet er sogar in der Friendzone und sowas, die war geil. Firma deiner Box passt eigentlich doch, denn der Penis von dem Schmock ist micro und soft. Du kaufst eine Xbox und denkst, das wäre toll und heavy. Ja, und dann hier Rombie Lecky, Alter. Da waren echt gute Sachen dabei, ohne Scheiß. Geil. Doch, denn der Penis. Diese verklemmten Low, selbst bei Sims kommt der Lappen nicht aus der Friendzone raus. Ja, das war halt schon übel. Eltern fragen. Täglich fragt er seine Mann für Clash Royale nach Paysafe-Karten. Die war auch nice. Ja, sehr, sehr schön. Also beide Runden haben mir sehr gut gefallen. Jeden Fall. Meistens spende ich an Rombie Lecky. Oh! Aber cool, wenn man an Rombie Lecky spendet. Cool. Die zweite Runde von Blazy Spielerin macht einmal Lärm. Bombe, Bombe, Bombe. Kommen wir direkt zu der zweiten Runde von Xbox-Spieler N100. Let's go. Du Geld, dann kannst du direkt dein Geld aus dem Fenster werfen. Oh, jetzt wird böse. Aber ich würde trotzdem erste Runde würde ich schon Xbox geben. Ah shit, here we go again. Ey, yo, crazy Fan, ich muss dich live am Mic zerreißen. Warum machst du mit, du kannst dir nicht mal eine leisten. Ich schwöre, dieses Mädel ist hier fehl am Platz. Du spielst Blazy, aber nur im Mediamarkt. Ich bin der Typ, der die Bitch gerade flickt. Was für Gamer-Girl, du triffst doch die X-Taste nicht. Du bist Nutte und machst safe faken Rap. Du sendest sogar Nudes über Playstation-App. Besserer Prozessor, Speicher und auch Grafikchip. Alles klar, du Bitch, ich weiß, dass die Playstation mehr Hype hat. Hype gegen Leistung, die Entscheidung ist doch einfach. Oh! Das macht mich doch auch sauer. Zock mal mit der Blazy, denk mal, man sitzt neben Staubsauger. Bitch, das geht nicht, euer Drecksupport redet so gut Deutsch wie ich Chinesisch. Wenn du sagst, du gehst auf Party, meinst du nur die Party bei Playstation? Weil ich jeden nicht zum Scherz kille. Du hast für Pornos gucken ne VR-Brille. Ich bin deine Karte im Hand und drehen direkt um. Mache dir keinen Strich, sondern X durch die Rechnung. Du bist echt ne hohle Alte. Das ist das, was ich von eurer Dreckskonsole halte. Oh Mann, RIP, Alter. RIP an den Controller, Alter. RIP an den Controller. Aber sehr, sehr geil, ja. Sehr, sehr geil.
Also das letzte war richtig schön mit Energie und auch hier, was mit deiner Dreckskonsole halte und dann auch hier mit der Gamer Girl, aber drückst du mal die X-Taste. Ja, da waren sehr, sehr schöne Sachen dabei. Und hier du guckst Pornos mit VR-Brille, also wirklich sehr, sehr toll. Das macht mich doch auch sauer. Zockt mal mit der Play, sie denkt, mein Mann ist eben Staubsauger. Doch, geil, Alter. Da waren schöne Dinger dabei. Mann, Mann, Mann. Rap, du sendest sogar Nudes über PlayStation-App. Alter, die ist auch übertrieben geil gewesen. Du sendest sogar Nudes über PlayStation-App, Alter. Junge, geil. Wirklich sehr, sehr schön. Feier ich. Alter, das ist das, was ich von eurer Dreckskonsole halte. Und du spielst so PlayStation im Mediamarkt, ja? Wer hat das nicht von uns schon alles gemacht? So einfach dann einfach Mediamarkt dann nochmal die Konsole angeschmissen, ja? Böse. Hält aber einiges aus, guck mal. Der arme Controller, ehrlich, ja, du bist echt herzlos, Mann. Ich hoffe, der geht noch, ne? Der geht noch. Garantie 2 Jahre. Starke zweite Runde. Jetzt kommen wir direkt zu der ersten, zu der zweiten Runde von Lazy Spielerin. 100, drück auf Play. Ah, shit, was ein Hurensohn. Toll. Das kam auf jeden Fall unerwartet. Let's go! Er wollte üben, doch bei Frauen läuft es schlecht im Bett. Date Simulator, er hängt erstes Level fest und niemand kennt dich. Wieso gibt es denn dich? Haben alle Tricks im Monte ne Martina gefickt? Oh. Bei dir werden Frauen niemals horny, Buddy. Du fickst die Mütter nur im Voice-Chat von Call of Duty. Heute im Puff ein paar mehr Geld-Checks. All inclusive kostet bei ihr so wie Xbox Game Pass. Auf Twitch bis in Late 99. Girls mit Ausschnitt holen Geld von dem Kleinen. Sie gibt ihm ein Gefühl wie auf der Welt nur zu zweit. Du würdest gern was spenden, aber PayPal sagt nein. Sind erzieherisch, nicht dumm. Sein größter Gegner vom Router, die Kindersicherung. Auch die Zeitbeschränkung ist unglaublich scheiße. Er hat zum Wichsen 5 Minuten, aber braucht nur einen. Du bist alles vom Kies beschaffen. Nice. Du bist so eine Pussy, du könntest fast E-Sports machen. Hiernach hast du nie mehr Ehre. Selbst deine Sims verweigern deine Spielbefehle. Oh. Er übt für seinen großen Plan und ist von ihm sehr zückt. Bei Mario Run, ja, da lief er im Stück. Denn er will Zigaretten holen, doch kommt dann nie mehr zurück. Oh. Starke zweite Runde von Playdy-Spielerin, macht aber Lärm. Yeah. Also da war auch geil, hier mit den Zigaretten holen, doch kommt nie mehr zurück. Dann, was war da noch? Aber braucht nur eine. Nee, der will 5 Minuten Wichsen, aber hat 5 Minuten Zeit für Wichsen und so, aber braucht nur eine, Alter. Das war sehr, sehr geil. Also. Oder hier. Selbst deine Sims verweigern deine Spielbefehle. Auch hier, sogar deine Sims verweigern deine Spielbefehle, Alter. So geil. Geld von dem Kleinen. Sie gibt ihm ein Gefühl wie auf der Welt nur zu zweit. Du würdest gern was spenden, aber PayPal sagt nein. Auch nice. Ey, wirklich, das ist auch eine sehr, sehr gute Runde. Also. Muss ich auf jeden Fall sagen. Sehr nice. Und Play-Spielerin macht aber Lärm. Bombe. Ganz, ganz starkes Battle. Ich glaube, die beiden müssen nochmal kommen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Auf jeden Fall, da ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wir sind raus. Ja, ich weiß nicht. Ist schwierig, ne? Ich hätte das Ding trotzdem an Xbox gegeben, ne? So. Aber knapp. Ich würde das knapp an den geben. So. Auf jeden Fall ein Like. Teilen wir das Ganze. Hier ist der Link. Checkt das auf jeden Fall ab. Gibt auf jeden Fall auch ein Abonnement. So. Sonntag werden wieder Punchlines auf dem Schulhof verteilt. Geht's ab. Hauptschüler gegen Gymnasiast. Sehr gut. Da freuen wir uns. Und hat er in der Hauptschule Unterricht? Krieg gerne 6, weil er laut kluge unterbricht. Ja, dann klebt er nicht Kaugummis unterm Tisch. Er kaut Gummis unterm Tisch. So Leute, das war's auch mit dem Battle. Und das ist auch nicht schlecht, ja. Wie gesagt, alle mal abonnieren hier, ne? Den Kanal von 4-7 hier, Big Difference.
Sehr, sehr geil. Schöne Unterhaltung auch immer. Also, wenn euch das gefallen hat, gern Daumen nach oben da lassen, gern Abonnement, ja, checkt das auf jeden Fall ab. Sehr nices Format. Und ja, Mann, war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Unterhaltung wieder komplett auf einem ganz hohen Niveau. So. Ich feiere diese Sachen, Mann. Ist auf jeden Fall immer schön, einfach das einfach mal so zu geben.